In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon der nächste Tag. Ich bin noch im Pyjama. Wir haben gerade gefrühstückt, aber das ist jetzt zum Fußball. Ich wollte euch kurz meine Brandnussbox zeigen und Leute, mich fragen total viele, bezahlst du die Box selber oder kriegst du die zugeschickt? Also ich zahle die selber, ich habe ein Abo, damit ihr Bescheid wisst, aber ich zeige euch das trotzdem, damit ihr so wisst, was so drin ist. Also, und zwar haben wir einmal von Brand, einmal Vollmilch, Schoko, diese, wie heißen die nochmal? Diese Zwiebäcke mit Kokos und einmal mit Schoko. Dann ist hier ein Thunfischsalat Texana drin. Das würde ich jetzt persönlich nicht essen, aber Audel, glaube ich. Dann haben wir von Kulau drin was zum Snacken. Ich glaube, das sind Peperonis oder so. Ist aber, glaube ich, auch scharf. Dann haben wir hier ein Hummus-Sandwich. Okay. Von Vasa. Habe ich auch noch nie gesehen. Dann einmal ein Power Layer Karamell Peanut Crunch. Oh, das schmeckt bestimmt gut. Naja, ich will mich aber nicht so ungesund ernähren. Und Leute, wegen dem Haul letztens mal. Ja, da waren einige ungesunde Sachen drin. Aber wenn ihr den vorletzten, nicht den letzten, sondern den vorletzten und den, davor den Haul gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir gar keine Süßigkeiten gekauft haben. Also wenn ihr uns wirklich immer verfolgt, dann wisst ihr, dass wir wirklich sehr, sehr selten Süßigkeiten kaufen. Und das Süße war ja eigentlich nur, dass wir Süßes zum Frühstück sozusagen gekauft haben. Das war's. Also ungesund ernähren wir uns auf keinen Fall. Das kann ich zu 100% bestätigen. Wir kochen auch jeden Tag frisch, das wisst ihr auch. Weil jedes Mal, wenn ich vlogge, seht ihr auch nur frisches Essen. Ich koche weder aus Tüten noch sonst was. Außer es muss mal schnell gehen, dann benutze ich natürlich eine Fixtüte, wie jeder andere auch. So, das wollte ich nur klarstellen. Dann haben wir hier einmal Baileys mit, das ist laktosefrei, habe ich noch nie gesehen, mit Mandeln. Wird auch verschenkt. So. Dann haben wir hier einmal Erdinger alkoholfrei Grapefruit. Das habe ich mal probiert. Schmeckt ganz, ganz sauer. Aber ich denke mal, oh, der trinkt das Fleisch und hört nicht dann. Dann nicht. Dann einmal Mauer Amtkracher, die muss ich jetzt sofort verstecken, damit Lena die nicht sieht. Dann haben wir hier voll süß von M. Eukal, Salbei Mini Drops. Dann haben wir zweimal hier so ein Bier. Wodka, Zitrusbier, was denn jetzt? Dann haben wir da drauf, bin ich mal gespannt, das ist nämlich zuckerfrei von Sinalco, Pink Grapefruit. Ich muss hier total viel Wasser trinken momentan. Und zuletzt haben wir hier einmal Fusilli. Also aus dieser Box werde ich auf keinen Fall irgendwas verschenken oder so. Weil bis jetzt ist eigentlich nur was drin, was wir auch benutzen würden. Oh Leute, das sieht aber lecker aus. Schaut mal. Lecker, lecker. Ja, jetzt packe ich die Box aufs Balkon. Pack die Sachen hier weg. Unser Kühlschrank ist übrigens fast leer. Heute gibt es bei uns Bohneneintopf mit Reis. Oh, der meint, ich soll nicht viel machen, weil er gerade gefrühstückt hat. Aber deswegen, auf jeden Fall mache ich deswegen weniger Reis. Ich mache ja immer anderthalb Gläser, aber heute mache ich nur ein Glas Reis. Ja, ansonsten muss ich jetzt, die Wäsche habe ich aufgeräumt, also zum Teil das, was getrocknet ist. Der Rest muss noch bis heute Abend dranbleiben. Und Leute, ich hab angefangen mit dem Abstillen. Also Lina nuckelt ja immer noch an mir, wenn sie schläft. Gestern war das erste Mal, dass wir das jetzt nicht mehr gemacht haben. Wenn ihr fragt, wie machst du das, dann ich habe Pfeffer drauf geschmiert und sie hat dann gesehen, das schmeckt ekelhaft und wollte dann auch gar nicht mehr. Und dann sind wir gegen 12 Uhr eingeschlafen. Also ich bin kurz eingenickt und bin aufgewacht und bin mal sicher am Schlafen und das macht mich voll stolz. Ja, heute Morgen auch. Heute Morgen meinte sie Bär, Bär. Also die weiß, dass es immer noch ekelhaft ist. So ihr Lieben, ich zeige euch mal kurz, was ich alles brauche für den Bohneneintopf. Ich benutze Salz, Pfeffer, Tomatenmark, eine grüne Paprika. Ihr könnt aber auch zwei kleine nehmen. Ich habe jetzt zwei kleine genommen, weil ich keine große da hatte. Moment, ich muss mal Lina hier hochsetzen. Dann weiße Bohnen, eine Zwiebel und Minze. Und hier habe ich Reis ins Wasser getan. Übrigens sitzt Lina...
Übrigens sitzt Dina nur so lange hier neben mir, bis ich hier die Zwiebeln klein schneide. Aber sie sitzt gar nicht mehr bei mir. Außer ich schneide was klein oder mache was klein. Aber sobald ich den Herd oder den Ofen anmache, ist sie dann weg hier. Ne, Linusch? Nein. Du gehst gleich runter, ne, wenn Mama hier kocht. Das ist heiß. Was? Ja, dann musst du runter, ne? Sonst wirst du, aua, aua. Hallo, der Papa. Ja, zeig mal deine Hand. Dina hat gerade auch Creme bekommen wieder. Was mir ein bisschen Angst macht, ist Dinas Finger hier. Sieht man gar nicht. Oh, das ist ein Haar. Zeig mal dein Fingerchen, Schatz. Nein, nein, hier. So, Bölerb. Nein, Schatzi. So. Und zwar seht ihr das? Ich glaube, das ist Blut. Das ist so ein bisschen dick geworden. Ich muss mal schauen. Wenn das weh tut, dann müssen wir auf jeden Fall ins Krankenhaus. Ich will auch nicht wegen so einem kleinen Ding zum Krankenhaus fahren, aber sobald das anfängt, weh zu tun, dann auf jeden Fall sicherheitsbedingt. So, jetzt fangen wir aber an und ich nehme euch mit. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember people, staring as we stepped outside. They had only one goal, get me off of your mind. I was no good, they said, you could do much better. But you gave them one little finger and the door shut. Cause I know we so, der Bohneneintopf ist fast fertig. Das ist jetzt schon seit 15 Minuten am Kochen. Dina ist übrigens im Wohnzimmer. Ich mache jetzt schnell den Reis dazu. Ich zeige euch den nochmal, weil mich voll viele fragen, wie wir den Basmati-Reis machen. So, ich nehme euch jetzt einfach wieder mal mit. Now that we've come so far, they're going nuts, but how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did ride it out. Cause we have each other. That's what it's all about. I was no good, they said. You could do much better. But you gave them one little finger and the door shut. Cause I know we ihr Lieben, weil mich immer noch total viele fragen, wie ich damals meine Steuererklärung abgegeben habe, wollte ich euch das nochmal zeigen. Also ihr geht ganz normal auf steuererklärung.de. Eigentlich kostet das 35 Euro, aber mit meinem Code könnt ihr 5 Euro sparen, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Dafür ist der Link unten in der Infobox. So, und danach könnt ihr euch hier ganz normal registrieren. So, dann könnt ihr hier eine Steuererklärung erstellen. Ich mache das jetzt für 2017, also für letztes Jahr. Dann geht ihr auf Weiter und dann steht hier auch alles direkt drinnen. Also Name, Geburtsdatum, also ihr tragt alles ein. Danach kommt, wo ihr wohnt. Das werde ich jetzt nicht weiterhin zeigen. Moment, dann tragt ihr ein, ob ihr verheiratet seid, Single seid. Und ihr könnt auch natürlich die Steuererklärung zusammen mit eurem Mann oder so abgeben. Das geht auch. Dann müsst ihr hier drauf drücken und den Namen eures Partners und alles Mögliche eintragen. Und dann geht's weiter.
So, dann könnt ihr hier eintragen Bewerbungs- und Fortbildungskosten. Das hatte ich jetzt nicht. Dann könnt ihr eintragen Kosten für Steuerberatung, also berufsbedingt, ne? Dann Kommunikation, wie viel, das ist jetzt so durchschnittlich, ist schon eingetragen, wie viel Geld ihr überweisen musstet für eure Telefonkosten im Jahr. Das finde ich auch total gut, dass man das abgeben darf. Das wusste ich gar nicht. Dann drückt man hier Speichern und weiter. So, dann könnt ihr hier eure Arbeits- und Studienmittel eintragen, sprich Computer, Laptop, Drucker etc. Hier steht auch alles. Hier steht auch, übersteigen die Anschaffungskosten den Wert von 487,90. So wird der Abschreibungsbetrag automatisch berechnet. Und hier steht, meine Gesamtkosten für Arbeits- und Studienmittel liegen unter dem Betrag von 110 Euro. Daher möchte ich die Pauschale nutzen. So, dann geht ihr auf Speichern und weiter wieder. Dann könnt ihr hier eintragen, wo ihr gearbeitet habt, was euer Bruttolohn war, Kirchensteuer, was ihr alles bezahlt habt. Dann könnt ihr hier eintragen, ja, ob ihr Arbeitslosengeld bezogen habt, Elterngeld, Krankengeld, bla bla bla. Dann geht ihr wieder auf Speichern und weiter. Übrigens, wenn ihr alles einträgt, steht hier auch, wie viel ihr zurückbekommen könnt. Also das finde ich auch total cool. Dann könnt ihr hier eintragen, wie weit eure Arbeit entfernt ist in Kilometern. Wie oft bist du zur Arbeit gefahren? Das ist jetzt noch von meiner alten Arbeitsstelle. Danach hast du für öffentliche Verkehrsmittel gezahlt. Also das könnt ihr alles eintragen. So, dann könnt ihr eingeben, weitere Ausgaben, Kinder, haushaltsnahe Dienstleistungen, hinterbliebene Pauschale, Seminare, Bildungsfahrten, abgetrenntes Arbeitszimmer, berufliche Fahrten, also hohe Gesundheitskosten, Behinderungen. Also ihr könnt alles Mögliche eintragen. So, und danach tragt ihr eure Kontodaten ein und dann die Zusammenfassung. Das war's auch. Mehr braucht ihr nicht machen. Und dann geht ihr weiter zur Bezahlung. Wie gesagt, ihr könnt halt 5 Euro sparen mit dem Link unten in der Infobox. Ich verlinke euch das unten und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Also 15 Minuten eures Lebens verbringt ihr damit, das auszufüllen, und ihr kriegt Geld zurück, Leute. Ihr kriegt 100%ig Geld zurück. Ich finde, das lohnt sich total. Auf jeden Fall. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich sehe wieder kaputt aus, ich weiß. Ich nehme aber momentan Vitamine seit 3 Tagen. Und seitdem geht es mir auch ein bisschen besser. Huch. Auf jeden Fall hat Lina sich eben verletzt. Ihre Kasse ist runtergefallen aus Plastik und beim Aufheben hat sie sich so ganz, ganz leicht geschnitten. Das ist jetzt schon das dritte Pflaster, was wir dran machen, weil sie das die ganze Zeit abfiddelt. Was? Noch eins? Okay. Ja, wir waren übrigens im Krankenhaus heute. Lina hat, also im Kinderkrankenhaus, ich habe euch schon erzählt, ne, das mit dem Finger. Ich dachte mir zur Sicherheit. Und unser Kinderarzt hat heute gearbeitet in der Kinderklinik, deswegen hat das perfekt gepasst. Der meinte aber, sie hat sich sehr wahrscheinlich den Finger zerquetscht oder so, deswegen ist nichts Schlimmes. Yeah. Der meinte aber, ihre Hand sieht auch gut aus. Ja, das ist ja schon mal gut, ne? Lina hat übrigens keine Probleme mehr mit der Hand, also sie kann auch Sachen anfassen und so. Ja. Your first love.